Im heutigen Video soll es ganz einfach darum gehen, wie ihr in Word einen Hyperlink einfügen könnt bzw. diesen auch entfernen könnt. Also wichtig, wir brauchen für den ersten Schritt einmal STRG und C und dann gehen wir auf unsere Internetquelle, markieren uns die einmal mit der Maustaste, halten die gedrückt, die linke und markieren das. Dann drücken wir STRG und C. Falls ihr das nicht hinbekommen solltet, einfach Rechtsklick drücken und dann könnt ihr das Ganze ja auch kopieren. Hier steht das ja auch mit STRG bzw. Ctrl C. Wir gehen dann in unsere Word-Datei und kopieren jetzt hier den Link rein mit STRG V. So, dann haben wir jetzt hier den Link, machen einmal Enter bzw. Leertaste und dann seht ihr jetzt hier schon den Hyperlink, auf den wir draufdrücken können. Wenn wir den nicht haben wollen, Rechtsklick auf diesen, also wir markieren uns den, Rechtsklick und dann können wir jetzt nun hier einmal auf Link entfernen drücken. Zack, und schon ist der Hyperlink entfernt. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne Like, Abo dalassen und dann bis zum nächsten Mal.